Willkommen, liebe Leute, zurück zu einer neuen Folge von Mafia 2 in der Remaster-Version. Ja, letzte Folge ist ja einiges passiert. Joe, unser guter Freund, der hat ja einen Freund von sich verloren, ja, und hat ganz schön viel getrunken. Und auch so an sich ist sehr, sehr viel passiert letzte Folge. Und ja, jetzt ist Henry wieder mal hier bei uns und ja, wir sollen jetzt folgen in sein Auto. Und mal sehen, was wir beide denn jetzt so unternehmen werden. So, ich werde fahren. Komm rein. Tja, dass Clementi tot ist, weißt du wohl, wie alle anderen auch. Hör mal, Vito, ich weiß, dass Falcone was damit zu tun hat. Und ich mache mir Sorgen, dass er den Rest der Familie auch auslöschen will. Und was geht mich das an? Naja, also, du wurdest doch eingebuchtet. Tut mir leid, was dir Clementi angetan hat. Aber er hat gekriegt, was er verdient hat, oder? Der alte Drecksack ist mir doch scheißegal. Ich könnte mir auch vorstellen, für Falcone zu arbeiten. Also, du willst bei uns einsteigen? Ja, und da du für ihn arbeitest, dachte ich, dass du... Könntest du vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ja, sicher. Joe und ich können für dich bürgen. Danke, Vito. Hast was gut bei mir. Und? Wie läuft's so? Bevor mein halber Bekanntenkreis umgelegt wurde oder danach? Diese Geschichte in dem Hotel, darüber weißt du nicht zufällig was. Keine Ahnung, wovon du redest. Komisch. Ein Kumpel von Joe wurde damals auf dem Parkplatz kalt gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ihr zwei wärt mit von der Partie. Ein Kumpel von Joe? Wen meinst du denn? Du weißt schon, der blöde Arsch, der ständig mit Joe bei Freddy war. Wie hieß der nochmal? Mikey, Mickey, ach, scheiß drauf, irgendwie so. Du meinst Marty? Ja, so hieß die kleine Ratte. Hatte eine Stimme wie Minnie Maus. Ach ja, davon habe ich gehört. Und du warst damals bestimmt nicht dabei? Ganz sicher nicht? Sagen wir es mal so. Ich und Joe waren damals unterwegs, was für unseren Boss erledigen. Mehr sage ich dazu nicht. Weißt du was? Ist sowieso egal. Aber tu mir einen Gefallen, ja? Sicher. Leg dir nächstens eine bessere Tarnung zu als den peinlichen falschen Bart. Ihr zwei Idioten wart meilenweit zu erkennen. Mann, könnten wir nicht ein andermal darüber reden? Oder am besten gar nicht mehr? Ja, schwamm drüber. Hast nur deine Arbeit gemacht. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du in einer anderen Branche besser aufgehoben wärst? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Dies hier ist mein Leben. Das ist, was ich kann. Ja, und ich vermute, es bringt ein bisschen mehr Geld als Taxifahren. Ich hatte überlegt, nach dem Hoteljob die Stadt zu verlassen. Aber wo soll ich hin? Was soll ich machen? Deshalb bin ich zu dir gekommen. Ich war deine letzte Hoffnung, wie? Danke. Hey, nur mal so, wieso kommst du zu mir und nicht zu Joe? Sieh mal, Joe ist zuverlässig. Aber ich möchte nicht unbedingt, dass er mich vertritt. Du verstehst? Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Hey, du Genie. Rot heißt Stopp. Nein, nicht für mich hier in dem Spiel. So, wir sind da. Moment, ich muss nur noch mal auf die andere Straßenseite dort drüben. Einmal hier deswegen eine kleine Runde rumdrehen. Perfekt. Und jetzt hier rein. Los, dann steigen wir mal aus. Komm mit. Hey, Vito. Hast du meine Kohle? Ich halte immer mein Wort, oder? Hier, gib nicht alles auf einmal aus. Danke. Wo ist Joe? Er war eben noch hier, ist gerade raus, wirkte ziemlich angepisst. Das hat er wohl häufiger in letzter Zeit. Ach, ist das ein Wunder? Hör mal, ich muss was mit dir besprechen. Nur wenn's wichtig ist. Mich hält im Moment Vinci auf Trab. Er führt irgendwas gegen uns im Schilde und keiner weiß was oder wieso. Ich muss das rauskriegen. Hör mir trotzdem erstmal zu. Okay, schieß los, aber mach's kurz. Ein ehemaliger Clementi-Mann hat mich kontaktiert. Er will wissen, ob wir den Rest von Clementis Männern auch noch ausschalten wollen. Das ist gut. Soweit ich weiß, hat der Boss im Moment nichts in der Richtung vor. Es sei denn, sie machen irgendwelche Dummheiten. Er hat mich außerdem gefragt, ob er für uns arbeiten kann.
Ja? Wer ist er? Ein Freund von dir oder was? Wir haben ein paar Jobs zusammen erledigt. Er versteht sein Handwerk. Okay, okay. Er soll mal vorbeikommen. Tja, er wäre gerade hier. Tatsächlich. Na gut, bring ihn her. Eddie, Henry Tomasino. Henry, das ist Eddie Scarper. Sehr erfreut, Mr. Scarper. Sag nicht Mr. Scarper, meine Freunde nennen mich Eddie. Komm, setz dich, Henry. Also, Vito sagt, du würdest gern für uns arbeiten. Ja, ich habe gerade nichts zu tun. Und was früher mal war, ist Schnee von gestern. Eine kluge Einstellung. Aber zuerst mal, Henry. Hacken Clementi und Vinci etwas gegen unsere Familie aus? Okay. Normalerweise halte ich mich bei sowas ja raus. Aber ich war mal mit Luca Garino bei Leo Galanti. Und Luca erzählte dauernd, Falcone wäre in irgendwelche krummen Geschäfte verwickelt und dass man etwas dagegen tun sollte. Ich schätze, er wollte Vinci gegen euch aufhetzen. Diese Drecksau. Der dealt doch garantiert selbst, aber schimpft trotzdem dauernd über Drogen. Er weiß genau, dass Vinci was dagegen hat. Wahrscheinlich hat er den Alten eingeseift. Aus diesem Grund will er uns jetzt ans Leder. Wir müssen ihm zuvorkommen. Wieder mal? Hey, wenn wir nicht handeln, handelt Frank. Aber erstmal müssen wir Galanti beseitigen. Ohne den ist Frank erledigt. Leo? Ich wollte dich da raushalten, aber mir fiel sonst keiner ein, der so eine Nummer durchziehen kann. Jetzt würde ich sagen, das wäre doch die perfekte Gelegenheit für Henry mal zu zeigen, was er drauf hat. Was sagst du dazu, Henry? Machst du das? Wenn das heißt, dass ich dann dabei bin, klar. Einverstanden. Beseitige Leo. Und was ist mit dir, Vito? Ich würde mich wohler fühlen, wenn du Henry begleiten würdest, damit alles glatt läuft. Heißt ja nicht, dass du selbst Hand anlegen musst. Fahr einfach hin, warte, bis alles erledigt ist und fahr zurück. Aber falls das ein Problem für dich ist, frage ich gern jemand anderen. Was meinst du? Tut mir leid, Eddie, ich kann das nicht. Leo war im Knast wie ein Vater zu mir. Ja, ich verstehe. Da musst du wohl auf Vito verzichten, Henry. Hol dir Hilfe, wenn du willst, aber es darf auf keinen Fall auch nur der kleinste Verdacht auf uns fallen. Leo wohnt in Highbrook. Keine Sorge, wird heute noch erledigt. Okay, dann mach dich auf die Socken. Bis später, Eddie. Gut, dass du den hergebracht hast. Selbst wenn das vermasselt wird, keiner uns verdächtigen. Ich glaube nicht, dass Henry es vermasselt. Umso besser. Tja, Vito, sonst habe ich heute nichts für dich, aber komm morgen wieder, okay? Ja, bis dann, Eddie. Bis dann. Ich weiß nicht, ich will nicht, dass Leo stirbt, ja. Ich sehe auch gerade, wir haben jetzt ein Ziel, und zwar warne Leo. Geh schnell zu Leo. Henry wird bald da sein. Ja, ich finde, das ist auch die richtige Entscheidung, dass wir jetzt ihn warnen wollen. Auch wenn das natürlich dann bedeutet, dass wir, ja, unsere Leute verraten, mehr oder weniger. Aber es ist die richtige Entscheidung, denn Leo, ja. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich mag ihn, ja. Für die, die jetzt vielleicht gerade nicht wissen, wen meine ich mit Leo. Leo ist dieser ältere Mann vom Gefängnis und so. Denn der war auf jeden Fall immer gut zu uns und der war auch nicht so blöd drauf wie, ja, manch anderer, sagen wir es einfach mal so. Da war er wenigstens noch recht vernünftig. Und ich merke gerade, wir haben nicht mehr viel Zeit, ihn zu warnen. Ja, die Zeit läuft bald ab, nämlich dort oben rechts. Deswegen müssen wir auf jeden Fall zusehen, dass wir jetzt schnell langsam ankommen. Das Problem ist, ich kann auch nicht allzu schnell fahren wegen der Polizei. Erfolgung von Rasa aufgenommen. Ja. Alles klar. Kaum sage ich es, verfolgen sie mich auch. Na super. Nein, ich kann das nicht zulassen. Er darf nicht sterben. Komm schon, du blöde Klapperkiste. Oh, ich will lieber gar nicht wissen, wie weit es noch ist. Komm schon, das muss jetzt bitte gleich hier sein. Wie weit ist es denn noch? Das ist noch eine ganze Hälfte hier. Das ist noch eine ganze Hälfte. Ich muss irgendwie probieren, jetzt hier nicht nochmal einen Fehler zu machen beim Fahren.
Und auch jetzt nicht mal verfolgt zu werden hier. Das dürfte das Schwierigste sein. Wir haben nur noch eine Hälfte an Zeit hier. Komm schon. Geh einmal rüber. Ja. Wo ist hier hoch? Jawohl, da ist das Grundstück. Geht schnell hier rein. Los. Mach doch die Tür auf. Hallo? Wie komme ich denn jetzt hier rein? Kann ich durch das Tor durchrammen? Ich sehe ja auch noch so viele andere Autos. Geht doch weg! Ich komme hier nicht durch. Ich komme hier nicht durch. Nein! Ich bin gleich da. Steig aus! Komm, renn! Renn zur Tür! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein! Leo! Leo, bist du da? Leo! Wie zur Hölle kommst du hier rein? Hau ab und ich schieß dir ein zweites Loch in den Arsch! Leo, lass das! Ich bin's, Vito! Vito? Verdammt, was machst du hier? Du hättest vorher anrufen sollen! Leo, wir haben keine Zeit! Sie wollen dich aus dem Weg räumen! Du musst weg hier! Was? Komm rauf, Vito! Hier kriege ich kalte Füße! Willst du was trinken? Ob ich einen Drink will? Sag mal, hast du sie noch alle? Okay, was ist los? Hör zu, Falcone will dich ausknipsen! Die Jungs sind gleich hier, du musst abhauen! Was? Warum denn das? Falcone hat gehört, dass Vinci gegen ihn vorgehen will, weil Clementi gelogen und behauptet hat, er sei im Drogengeschäft. Gelogen? Vito, Carlo Falcone ist im Drogengeschäft, jeder weiß das. Clementi wollte da unbedingt mitmischen, darum hat Falcone ihn beseitigt. Jetzt will er uns auch loswerden, bevor wir was gegen ihn unternehmen. Woher weißt du das? Ich habe meine Quellen. Wieso bist du nochmal hergekommen? Wieso? Sag mal, wirst du jetzt senil? Sie wollen dich loswerden! Gott, hör auf zu quatschen, zieh dich an und lass uns abhauen. Wieso schalten wir nicht einfach die Killer aus, die Carlo mir schickt? Wir sind doch im Vorteil. Sie denken, wir sind ahnungslos. Das ist unmöglich. Ich kenne den Typen, ich habe ihm den Job verschafft. Was? Du heuerst einen Freund dafür an? Nein, nicht direkt. Ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Er wird gleich hier sein. Gut, warte hier. Ich ziehe mich an. Verdammt, so spät, sie sind da. Oh, scheiße, Henry darf mich hier nicht sehen. Wir müssen uns verstecken, schnell. Okay, wir müssen hier entkommen. Boah, und ich dachte gerade, dass es das jetzt war für ihn. Und ich frage mich echt, was wäre passiert, hätte ich das nicht geschafft? Wäre dann die Mission fehlgeschlagen? Oder, ja, ist es auch hier vielleicht so, dass es so entscheidungsmäßig ist? Also sprich, ja, ich schaff's nicht rechtzeitig, er wird erledigt und ja, hat halt Konsequenzen dann. Ach, was hätte das für ein schöner Tag werden können? Vielleicht passen wir hier rein. Bist du irre? Ja, hallo. Verdammt, was machst du hier? Okay, ganz ruhig, Henry. Nimm die Waffe runter und schick die Jungs weg. Ich erkläre dir alles. Jungs, ihr wartet draußen. Wenn ich in ein paar Minuten nicht rauskomme, schaut mal nach. Na super. Er hat uns entdeckt. Hinsetzen. Was läuft hier, verdammt? Hör zu, Henry. Leo ist ein Freund von mir, okay? Er hat mir im Gefängnis praktisch das Leben gerettet. Ohne ihn wäre ich nicht in der Familie. Ich wusste nicht, dass Eddie ihn loswerden will. Ich musste ihn warnen. Das musst du verstehen. Ja, aber du musst verstehen, dass ich mir keine Fehler leisten kann. Wenn ich Leo laufen lasse, denkt Falcone, ich habe ihn absichtlich beschissen und verdammt, legt mich... Henry, ich bin dein Freund. Ich würde dasselbe für dich tun. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun, Vito. Hier geht's ums Geschäft. Und wenn ich versage, bin ich fällig. Ich kann ihn nicht gehen lassen. Ich habe einen Job angenommen und muss ihn zu Ende bringen. Wenn du nicht zusehen willst, kannst du gehen. Keiner erfährt, dass du hier warst. Also keine Sorge. Hör zu. Leo hat mir erzählt, dass das alles nur wegen Falcones Drogengeschäften passiert. Er verstößt gegen die Regeln und will alle Mitwisser beseitigen. Na und? Die einzigen Menschen, die diese Regeln nicht brechen, sind Frank Vinci und Leo. Und die haben mich nicht auf ihrer Lohnliste. Vito, vielen Dank für alles. Aber geh jetzt besser. Ich hatte ein langes, gutes Leben. Riskiere nicht Kopf und Kragen, nur um meinem alten Mann noch ein paar Jährchen zu verschaffen. Nein, Leo, es muss einen Ausweg geben. Vito, geh. Sorry, Vito. Keiner erfährt, dass du hier warst. Pass auf, dass du nicht gesehen wirst.
schuldest mir einen Gefallen, Kumpel. Was? Na, Kleiner. Leo. Willst du einen Drink? Was ist passiert? Dein Freund und ich haben uns geeinigt. Ich werde abtauchen. Mich hält nichts mehr in dieser Stadt, seit meine Frau gestorben ist. Ich wollte mich ohnehin in der wärmeren Gegend niederlassen. Boah, das freut mich jetzt, dass er noch lebt. Hauen wir ab, bevor dein Freund es sich noch anders überlegt. So, wir müssen Leo zum Bahnhof schaffen. Also das freut mich jetzt echt, dass er noch lebt. Ich dachte gerade wirklich, er hätte ihn auf mich... Ah, was wäre denn jetzt passiert, hätte er uns nicht entdeckt? Ja, also gibt's hier irgendwie auch Sachen, dass... Okay, Vito. Würdest du mich jetzt zum Bahnhof bringen? Diese Stadt war immer gut zu mir, aber jetzt heißt es Abschied. Willst du etwa im Schlafanzug los? Worauf du einen lassen kannst. Ich bin lieber lebendig im Pyjama als tot im Smoking. Dass es hier Konsequenzen gibt und so. Das täte mich halt echt mal interessieren. Weil, was wäre erstens, wenn ich nicht pünktlich angekommen wäre? Wäre er dann gestorben? Oder wäre dann nur Mission fehlgeschlagen, ich hätte nochmal neu hier hin müssen? Und das gleiche würde mich auch mal bei der Sache von eben dort interessieren. Was wäre passiert, wäre ich jetzt nicht entdeckt worden im Gebäude? Ja. Täte mich mal interessieren. Frank, erzählen, was passiert ist? Aber natürlich, keine Sorge. Ich werde deinen Namen nicht erwähnen. Du hast schon genug Sorgen. Danke, Leo. Die ganze Sache ist urplötzlich kompliziert geworden. Verstehst du? Natürlich, Victor. Was hast du erwartet? Du fährst den Eid, ziehst deinen schicken Anzug an und dann ist alles eine große Party? Carlo war schon immer ein verlogener Hurensohn. Sogar für jemanden aus der Branche. Ich habe Frank schon vor Jahren vor ihm gewarnt. Und was machst du jetzt? Ich verschwinde und lasse den Dingen ihren Lauf. Ich nehme den ersten Zug nach Last Heaven. Und ich rufe ein paar Leute an und kläre meine Angelegenheiten. Dann fahre ich zum Flughafen und fliege irgendwo hin, wo es warm ist. Morgen um diese Zeit liege ich irgendwo am Strand und trinke einen von diesen Fruchtdrinks mit einem Schirmchen drin. Eins ist klar, wenn Carlo mich tot sehen will, dann sollte ich nicht hierbleiben. Das wäre eine Einbahnstraße ins Leichenschauhaus. Ist das nicht übertrieben? Nein, ich wollte mich sowieso zur Ruhe setzen. Wenn du in meinem Alter bist, erscheinen all diese Auseinandersetzungen irgendwann sinnlos. Frank wird sich nie ändern. Er ist ein Streithammel. Heutzutage hört er nur noch auf die jungen Hitzköpfe. Lass ihm sagen, was er hören will. Wenn er hinter Carlo her ist, kann er das auch ohne mich. Es tut mir leid, dass ich dich in diesen Schlamassel mit hineingezogen habe. Okay, hier ist es. Danke für alles, Vito. Versprich mir einfach, dass du nie wieder etwas so Dummes machst wie heute. Deinen Hals zu riskieren, nur damit ein alter Mann noch ein paar Jahre mehr hat. Versprochen, das nächste Mal sehe ich zu, wie sie dich abknallen. Hab noch ein schönes Leben, alter Mann. Puh. Wir konnten ihn retten. Und auch wegschaffen. Ja. Schade ist es zwar allemal, dass er jetzt die Stadt verlässt. Aber wenigstens lebendig. Ja. Ich bin froh, dass es ihn jetzt nicht erwischt hat hier. Weil muss ich ganz klar sagen, Leo ist halt wirklich einer von den Sympathischen hier im Spiel. Ich weiß nicht. Ist einer meiner Lieblingscharaktere hier. Im gesamten Mafia 2 so. Weil, muss ich ganz ehrlich sagen, viele sind halt einfach nur, ja, mehr oder weniger blöde Typen, ja. Auch unseren besten Freund mag ich nämlich persönlich nicht unbedingt allzu sehr. Also den besten Freund von Vito. Franny, was machst du denn hier? Vito, was soll ich nur tun? Ich kann nicht nach Hause. Ich will ihn nie wiedersehen. Was ist passiert? Wen denn? Eric. Dein Mann? Wieso? Er trinkt, feiert dauernd wilde Partys und... Schlägt er dich? Nein. Aber er hat eine andere irgendwo, ich weiß es. Ob er dich schlägt? Manchmal. Diesem Dreckskerl poliere ich die Fresse. Nein, Vito, bitte tu ihm nichts. Ich dachte, du könntest mit ihm reden. Auf dich wird er hören. Wo ist er? Ich weiß nicht. Er hat einen Freund in der River Street.
Okay, normalerweise ist er alles dort. Alles wird gut. Hör mir zu. Wenn es dir besser geht, gehst du nach Hause. Ich rede mit Eric. Wenn er sich nicht heute noch bei dir entschuldigt, ruf mich an. Aber der kommt. Gut, Vito, aber bitte tu ihm nichts, bitte. Keine Sorge, ich pack ihn schon nicht so hart an. Unsere Schwester geht auf jeden Fall nicht gut. Dann wollen wir mal diesem Eric einen Besuch abstatten. Schwesterchen, ich werde dir helfen bei deinem Problem, versprochen. Wir sind für dich da. Mal sehen, wo ist denn dieser Eric? Direkt dort oben. Gut, dann düsen wir dort mal vorbei. Ja, aber ich weiß nicht, ob es so schlau ist, mit dem zu reden. Weil wer weiß, vielleicht machen wir, ja, das Ganze noch schlimmer. Wenn wir jetzt mit dem reden, dem Eric, dem Mann von unserer Schwester, ja, ich könnte mir wirklich vorstellen, wir machen es dann noch schlimmer. Und er behandelt sie dann noch schlimmer. Vielleicht wäre es eher am besten, wenn sie sich vielleicht trennen würde von ihm. Weil das macht man auf jeden Fall nicht, seine Frau schlagen. Ja, das geht gar nicht. Und jetzt hier rein. So, Eric. Dann kommen wir mal zu ihm hin. So, und mal sehen, ich könnte mir vielleicht sogar ganz gut vorstellen, ja, dass es sogar vielleicht darauf hinausläuft, dass wir ihn erledigen. So, der Eric ist hier drin. So. Ach du Schreck, was geht denn hier ab? Ach du Schreck, was geht denn hier ab? Wo ist Eric? Eric ist in der Küche, Schätzchen. Aber er ist wohl gerade beschäftigt. Na super. So ein blödes Schwein. Eric. Eric. Scheiße, was hast du hier verloren? Ich hab zu tun. Klar? Hau ab. Kümmere dich lieber um deine Frau, du Arschloch. Ich zeig's dir. Du schlägst keine Frau. Blödes, betrunkenes Schwein. So, los, du Feigling. Komm her. Du schlägst nie wieder meine Schwester. Hast du mich verstanden? Nie wieder wirst du das tun. Los, komm her. So. Das war's für dich. Das war nur eine gut gemeinte Warnung. Wenn du meine Schwester nochmal schlägst, bring ich dich um. Verstanden? Ja. Ab sofort bleibst du zu Hause. Kein Dope mehr. Du hörst auf zu saufen und sorgst dafür, dass sie glücklich ist. Denn wenn ich je erfahre, dass sie es nicht ist, dann finde ich dich und dann kannst du dein Testament machen. Ist das klar? Ja. Okay, Herrschaften, die Party ist vorbei. Und mein Schwager braucht ihr in Zukunft erst gar nicht mehr einzuladen. Außer ihr wollt, dass ich wiederkomme und dasselbe mit euch mache, klar? Jetzt haben wir nur noch ein Ziel, ja, und zwar ab nach Hause. Auch wenn er jetzt sich daran hält, ja, dass er unsere Schwester jetzt nicht mehr schlägt und mies behandelt und so, ja. Ich glaube, der ist trotzdem nicht gut für sie. Der Typ. Mein Gefühl sagt mir auch, das wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass
wir den jetzt hier gesehen haben, diesen Eric. So. Ab ins Haus und danach ab ins Bett. Warum klingelt denn unser Telefon schon wieder? Hallo? Vito, hier ist Francesca. Eric ist heimgekommen, grün und blau geschlagen. Du wolltest ihm doch nichts tun. Vielleicht hat er eine Prügelei. Er treibt sich auch mit schrägen Typen rum. Er hat sich für alles entschuldigt, Vito. Er hat versprochen, mich gut zu behandeln. Jetzt ist alles wieder gut. Also lässt du ihn in Ruhe, ja? Na klar, sicher. Aber falls er dich nochmal anrührt, ist er tot. Wenn du dich hören könntest, Vito. Ich kenne dich gar nicht mehr. Hör zu. Lass uns einfach in Frieden, ja? Lass dich nicht mehr blicken. Na super, jetzt möchte unsere Schwester nichts mehr von uns wissen. So wie es scheint. Ja, ihr fällt halt auf jeden Fall auch auf, dass er sich verändert hat. So, wir legen uns mal ins Bett. Und schlafen dann jetzt mal hier eine kleine Runde. Fackel die Bude ab! Mach schon! Brenne, du Brenne! Mein Haus! Scheiße! Was geht denn jetzt hier ab? Das sind die Leute. Das war auch nicht dieser Eric. Das sah anders aus. Geil, unser Haus. Komm her, blöder Mistkerl. So, nimm den Revolver, schnell. Nimm den Revolver. Gut, wir haben ihn. Dann geht's weg hier. Abhauen heißt es jetzt. Okay, Leute. Oh, Hilfe. Ich würde sagen, Leute, wir machen jetzt an der Stelle hier erstmal Schluss mit dem Video. Nächste Folge machen wir hier weiter. Da hauen wir dann hier weiter ab. Lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.